Mach mal ein Video übers Eisbaden, haben sie gesagt. Für was das gut ist, haben sie gesagt. Kalt, kalt ist es. Das kann ich euch sagen. Hallo und herzlich willkommen zum Tipp der Woche mit Coach Richie. Bevor wir zu den guten Effekten des Eisbadens kommen, liked doch gern das Video, lasst einen Kommentar da und wenn es euch gefallen hat, teilt es auch gern. Warum Eisbaden? Eisbaden hat in den letzten Jahren ziemlich an Popularität gewonnen und ein Grund dafür ist sicherlich Wim Hof. Den Namen einfach mal googeln, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ihr werdet echt tolle Dinge lesen. Ansonsten jetzt von mir so drei Punkte, was regelmäßiges Eisbaden für euren Körper Gutes bringt. Zum einen, ja, es regt das Immunsystem an. Die Zahl der Leukozyten, also der weißen Blutkörperchen, wird erhöht und diese schützen vor Infektionen und können Entzündungen hemmen. Des Weiteren erhöht regelmäßiges Eisbaden die Insulinsensitivität. Wie geschieht das? Ja, die Produktion von Adiponektin, das ist ein Protein, wird erhöht und das spielt eine Schlüsselrolle beim Schutz vor Insulinresistenz und damit ja Diabetes und anderen Zivilisationskrankheiten. Und der dritte Punkt, regelmäßiges Eisbaden lässt deine weißen Fettzellen schmelzen. Die Weißen, das sind die, die durch zu viel Nahrung an den ungünstigen Stellen abgespeichert werden, also ein bisschen zu viel Fett am Bauch zum Beispiel. Und die erhöhte Herzfrequenz und die Schockreaktion des Körpers durch die Kälte lassen die sozusagen schmelzen. Im Gegenzug dazu werden braune Fettzellen aufgebaut. Das sind die, die uns wärmen. Und durch die Wärme wird dann natürlich die ein oder andere Kalorie mit mehr verbrannt, sodass wir in Summe das gute braune Fett bekommen und das schlechte, was wir nicht haben wollen, weiße Fett verlieren. Das für heute, für dich. Wenn du sagst, das ist cool, ich will das auch mal ausprobieren, dann hier noch ein paar kleine Tipps für jemanden, der noch gar nichts mit Eisbaden zu tun hatte. Starte wirklich langsam. Geh erstmal unter die Dusche, am besten Wechseldusche, kalt-warm und dann mal so 30 Sekunden am Stück kalt duschen. Das dann erhöhen sukzessive auf 2, 3, 4 Minuten und erst dann in ein kaltes Gewässer oder direkt in eine Eiswanne gehen. Wenn du ins Gewässer gehst, bitte nimm jemanden mit, der schaut, dass da auch nichts passiert, nicht mit dem Kopfsprung rein, sondern immer mit den Füßen zuerst. Und wenn du merkst, es funktioniert nicht, es wird zu kalt, dann schnell raus. Ganz wichtig, die Atmung. Versuche ganz, ganz ruhig zu atmen. Ganz tief ein, ganz tief aus. Keine Schnappatmung. Sobald du hyperventilierst und es nicht mehr funktioniert, geh raus. Wim Hof hat dazu auch eine tolle Methode vorm ins Wasser gehen. Schau einfach mal, google mal Wim Hof und Atmung und dann wirst du sehen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, sich darauf vorzubereiten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere den Kanal und schreib mal unter die Kommentare, was machst du so, wo gehst du Eisbaden, wie gefällt dir das? Ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder dabei warst und ja, ich wünsche dir eine tolle Wintersaison. Bis bald!